Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Ja, wir machen hier gerade ein paar Superbälle, damit wir schöne Pokémon fangen können. Und gehen dann auf eine Jagd auf eines der Starter-Pokémon, damit wir wenigstens ein bisschen Typen ja, Unterschiede haben. So, jetzt muss ich noch so einen hier machen. Okay, man muss sie gar nicht fertig machen. Ich dachte schon, ich muss ihn nochmals machen, weil ich ihn nicht fertig gemacht habe. So, zwei. Ich muss noch einen Knopf haben. So. Gut. Da haben wir den auch, so, den auch. Also, da haben wir nichts mehr drin. So, heilen. Und jetzt probieren wir mal, eines der Starter-Pokémon ausfindig zu machen und zu fangen. Also, wo haben wir am besten hier? Ein Pokémon. Und nach dem Pokémon möchte ich gerne ein paar, ja, ein bisschen Eisen sammeln. Und ja, für einen neuen Hammer, für neue Pokébälle, dann wieder Pokémon fangen. Oder auch einmal ein Haus bauen, das wäre auch noch gut. Eine Kuh. Ich möchte einen Milchtank holen. Level 8. Naja, das sind aber nicht so gute Pokémon. Oder ein Voltilam. So. Nein, nein. Das fange ich mir nicht. Weil, ja. Genau, wegen Wolle. Ich brauche ja Wolle. Nein, ich will doch nur ein Schaf oder so finden. Scheinbar sind die Schafe sehr selten. Ein Rettan, Staralini. Ich hoffe, wir bekommen bald Glurak, damit wir fliegen können. Drowsy. Ein Meryl. Mal ein bisschen hier rübergehen. Von wem habe ich das? Redstone? Auch von Voltilam wahrscheinlich. Ja, von Voltilam. Ah, hier hat es einen Pokéball. Petaya, eine Beere, okay. Kann man die auch setzen? Was ist das? Timerball. Na, wo ist hier ein Start-Pokémon? Weil die sind momentan am stärksten. Weil, ja, im Start-Pokémon. Und, ja, nützlich. Okay, jetzt ein bisschen gebuggt. Oder geleckt. Da hat es zum Beispiel nochmals. Boah, 46. Gehen wir noch zu dem Tempel hier. Ich möchte gerne den Tempel kurz markieren oder so. Ja, geht halt schlecht, weil er überirdisch ist. Ist ein bisschen überirdisch. Dann mache ich eine Fackel drauf. Wow, ist der gut gespawnt. Schaut euch das mal an, wie realistisch der gespawnt ist. Dann nehme ich die Fackeln von dort oben weg. So. Und die Mitte heißt, das oberste heißt, schon geplündert.
So, und jetzt muss ich hier noch kurz runter. Oh, fast wäre ich. Das ist Packeis, das könnte ich dann mit einem Spitzhacke mit Behutsamkeit abbauen. Einen Wassergame wieder. Also die geben irgendwie immer. Ja. Ein Wasserstein. Ich nehme hier noch ein bisschen. Ein bisschen Lehm. Weil wir ja nicht den Ding brauchen. Ein Tempel irgendwie. Die irgendwie auch schrecklich aussieht. Hab ich das Gefühl. Na, gehen wir hier runter. Ein bisschen Marble abbauen, jo. Ist ja nicht. Vielleicht können wir den Marble dann für etwas gebrauchen, fürs Bauen. Ah, Eisen. Sehr gut. Dankeschön. Noch ein bisschen Marble. So, aber jetzt lieber nicht mehr. Okay, wir haben zwar noch eine. Aber, ja. Magikarp. Magikarp. Bitte mitnehmen. So, also gehen wir noch wieder nach oben. Das reicht nämlich. Ja. Okay, das noch. Stufen hier mitnehmen. So, aber das reicht jetzt wirklich. Nein, das reicht noch nicht. Nein, jetzt. So, zurück. Boah, Taheido. Ah, wir gehen jetzt kurz rüber und holen von diesem Holz. Das ist doch mal nett, oder? Das ist ein Turtok, noch ein Turtok. Kurz C drücken. Ja. Also, gehen kurz hier hin. Ja, sieht nicht schlecht aus hier. Auch eine große Insel. Boah, ein großes Krebskorps, Krebsking, wie die heißen, weiß nicht, wie die heißen. Klein sind, glaube ich, die Krebskorps. Dort unten ist ja das Gelb, das Helles. Könnte ein Wasserstein, Schad sein. Tentacher. Okay, ich muss jetzt unbedingt. Ja, wir können leider nicht mitnehmen. Kanimani, soll ich jetzt das fangen? Ich nehme am besten. Soll ich mir einen. Ich kaufe dir einfach nochmal eine Axt. So. Gut. Prima. Und nimm den da. Für Setzling. Das ist aber ein Pokémon Center. Das ist prima. Ich hoffe, es ist ein Pokémon Center, aber es ist wahrscheinlich ein Pokémon. Ich muss noch weiter nach oben. Okay.
Ja, ich habe ja mal gesagt, dass ich ihn selber aufmachen soll, aber ich weiß nicht, ob das gut ist, also ob die Pokémon dann recht nervig sind oder so. Ja, wenn das jemand weiß und ja, mir sagen kann, wie es am besten geht, ja, dann mache ich gerne einen Server auf oder jemand anders kann einen Server aufmachen und leiten. Dann mache ich gerne ein Let's Play oder so. Together. So, was war das? Schade, ist weggespawnt. Aha. Zink. Ich brauche leider noch die Setzlinge. Komm bitte die spawn runter. Wow, Zink. Das erhöht, was erhöht ist, irgendwie Verteidigung oder so. Keine Ahnung. Carbon ist, glaube ich, Verteidigung. Zink ist dann Spezialverteidigung. So, 3. Also 4 brauche ich mindestens für einen neuen Baum. Und jetzt haben wir 50 von diesen Baumstämmen. Dunkeleichen. Holz. So, 4. 5. 2 möchte ich. Ja, 3 möchte ich noch. Komm bitte. So, mal kurz schauen. Ja. Komm, noch 1 oder 2. Ja, egal, sonst. Ach komm. Gehen wir weiter. Die verdoppeln sich, also ja, die werden auch irgendwie mehr, sonst holen wir nochmals. Jo. Boah, Parasecken XXL. Das ist ein normales wahrscheinlich. Und hier sind Hühner. Ja, ich merke es einfach mal. Oder nehme dann später die Eier mit. Wenn sie überhaupt legen. Nicht lecken, nicht lecken. Dankeschön. Ja, da ist wahrscheinlich irgendwas gespawnt, was sehr viel Leistung verbraucht hat. Das ist bei den Mods manchmal so. Vielleicht ein Legendary. Ich glaube, das steht irgendwann da. Okay, das ist ein komisches Pokémon-Sender. Wir müssen hier rein. Genau. So. Dann machen wir das so, damit man wird die Pokémon nicht so schlecht zurückbringen, also in unser Gebiet bringen müssen. Machen wir das am besten so. Wir bauen hier die Dinger ab und spawnen sie dann neu. Ja, die kann man so setzen. Gut. Die auch. Lampen weiß ich jetzt nicht ganz genau. Nein, die Lampen nehme ich nicht mit. Aber die Kühe und so. Die spawne ich einfach neu, weil übers Meer, die kann man nicht irgendwie nicht mitnehmen. Also eine Kuh. Boah, ist das laut. Wieso sind die so laut und wie kann man die leiser machen? Okay, habe ich noch eine zweite getötet. Die ist nämlich irgendwie gestorben. 3. 4. Und Schafe möchte ich gerne auch töten. Nehme ich ein braunes. Und 2. Weiße. Ah, 3 weiße. So. Also 4. Okay, gut.
Apfel weg. Und zu Turboball. Turboball, ja. Prima. Okay, dann mache ich hier eine Markierung einfach. Nicht das Teleport. Poke Center 1. Farbe wechseln in, also unteleportieren ist. Ja, ich will nicht alles so haben. So. Es ist jetzt. Ja, es hat sich geändert. Es war oben eigentlich. Ah, da waren nur die Pokémon Center. Tauschgeräte, genau. Also, das sind Orange, die teleportieren. Ja, Orange und irgendwie eine andere Farbe, die teleportieren. Und ja. Also, dann mal kurz schauen. Okay. Die nehme ich kurz mit. Die auch kurz. Turboball. Ah, jetzt dann muss ich auch noch unten rein. Mampel macht kurz hier rein. Ja. Sind total voll. So, ich möchte. Mein Braten muss ich jetzt gleich nichts. Also, craften möchte ich. Ein Bett für mich. So, das Bett mache ich mal hierhin. Gut. Und jetzt machen wir mal kurz Game Mode. Und zwar möchte ich eben die Spawn-Eier haben. Q. Und was haben wir gesagt, Schaf? Ja, weil kein braunes Schaf wahrscheinlich spawnen können. Und ich spawne kurz noch ein Kakobohne. So. Schaf. Was ist wichtiges Schaf? Oder ja, machen wir Kuh zuerst. 1, 2, 3, 4. Und später machen wir dann Schafe. Das brauche ich. Die werden wahrscheinlich hier. Also, dann mache ich das so: die nehme ich, die lege ich zurück. Game Mode 0 und mache mir neue Zäune. So. So und dann so Santo. Gut. Und die Schafe, die tue ich hier runter. So, noch kurz austauschen, wo wir rein wollen. Hier. Sehr gut. Markieren. Schaf. Game Mode 1. So, haben wir die Kühe teleportiert. Die Kühe und die Schafe teleportiert. Ja, ich will schon. Schon ein braunes Schaf. Weil ich nicht kein anderes gefunden habe. Ich habe ja dort kein anderes Schaf gefunden.
So. Also es ist nichts mehr drin. Das ist gut. Null. Und ja, jetzt bräuchte ich Weizen dann mal. Für ein bisschen mehr züchten. Und die muss ich ein bisschen größer dann bauen. Ja, toll. So. Ja, ist halt nötig, weil man hier richtig wenig Tiere findet. Ein dreifach immer. Mu. Dreifach Mu. So, nein. Die da. So. Da habe ich leider noch kein Ding. Oder genau, ich mache das anders. Teppich. Weil so kann man einfach drüber gehen. Und die Kühe nicht raus und so. Die Tiere. So. Dann mache ich das unten hier auch einfach mal. So. Gut. Diese Sache hätten wir erledigt. Mache ich noch mehr Kisten. Einfach mal eine, ja, eine Kiste, aber nicht zusammen. Jetzt hier runter. Machen wir hier nicht. Machen wir die hier. Fleisch, Leder, Weizenkörner, Eichen, Setzling, so Sachen. Dieser Baum weg hier. Und jetzt muss ich ja noch Eisen sammeln. Noch 5 Minuten habe ich Zeit. Ja, weil eben YouTube ab 30 Minuten viel länger braucht zum Hochladen. Ein bisschen Kohle abbauen. Okay. Machen wir lieber noch kurz mit dem Eisen. Okay, ist scheinbar nichts. Hier. Na? Gibt's hier kein Eisen? Scheinbar nicht. Hier überall nicht. Und da ist wahrscheinlich wieder Sackgasse. Ach man. Okay. Ja, lassen wir das. Machen wir weiter dann in der Höhle hier. Und suchen dann nach Eisen. Aber ich denke, wir müssen noch weiter runter. Schade. Aber wir können noch ein bisschen suchen. Ja. Hier ist wirklich nichts. Also dann mache ich das am besten als Markierung. Hier ist nichts. Und mache mir dafür ein bisschen mehr Fackeln noch. So, das ist wichtig. Also weiter runter. Ja, toll. Das ist halt auch der falsche Weg. Ja, okay, es ist schon der richtige, aber ein bisschen blöd. Schauen wir mal kurz hier. Ja, das ist wahrscheinlich der richtige. Ah, ich markiere kurz. So. Da müssen wir nicht entlang. Bauen wir lieber hier noch ein bisschen Holz ab. Also Zäune ab. So. Eisen abbauen.
Okay, eine Höhle. Jo, noch mehr Eisen. Und hier ist eine Fledermaus, das ist ein besonderes Pokémon. Die spawnen natürlich auch, wenn ich sie angemacht habe. Ich nehme die einfach mit, weil sie ja nicht überall empfangbar sind. Ja. Also fangbar, farmbar eher. Das sind ja Feuersteine und keine Pokémon. Ja, die Zeit geht extrem langsam vorbei. Da unten ist irgendwas, können wir mal kurz reingraben. Ist das? Hier ungefähr. Ach hey, noch mehr. Es hört sich so nah an. Okay, okay. Ah, deshalb, weil die Zäune sind. So, komm. Ach, herrje. Komm, nicht ertrinken, bitte. Nein, nicht ertrinken. So, Eisen mitnehmen. Pilze mitnehmen. Auch wenn wir die nicht brauchen. Also Pilze sind schon eines der ja, sinnlosesten Gegenstände, vor allem Essen, weil sie ja sehr viel Platz verbrauchen. Aber wenn sie das schon anlächeln, dann ist doch gut, das müssen wir mitnehmen. So, da vorne haben wir leider nichts. Hallöchen. Ja, schon ein bisschen gespannt, ohne Monster zu spielen. Aber man sollte nicht. Also ich denke, sie sagen es einfach eben, dass wir nicht sterben die ganze Zeit. Und das ist auch gut so. Und sonst spawnen wahrscheinlich zu wenig Pokémon. Weil es ja ein Limit gibt. So, also. Ja, das Lapislazuli noch kurz mitnehmen. Immerhin ein bisschen. Ah, Dias. Sehr schön. Also wir haben richtig Glück hier unten. Ja, ja. Ja, das wollte mir entwischen. Okay, mehr gibt nicht. Schade. Also. Dann. Ja. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüsschen.